Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt heute ein Fragen-Antworten-Video. Ihr habt uns ganz viele Fragen auf Instagram gestellt zu unserem Haus, was wir gerade umbauen, wer jetzt gerade aktuell eingeschaltet hat und noch nicht auf meinem Kanal unterwegs war. Euch setze ich gerne mal einen Link unten in die Infobox, denn wir begleiten gerade den Hausumbau aktuell mit der Kamera und filmen das alles so ein bisschen. Unser Glück zum Eigenheim heißt die Serie und wir nehmen euch da vom Rohbau bis mit zum Einzug. Also wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal vorbei. Sehr viele Fragen waren noch offen zu unserem Haus und deswegen dachte ich mir, drehe ich dieses Video ab. Erstmal danke dafür für die ganzen tausenden Kommentare auf Instagram. Habe ich schon mal gesagt, dass ihr einfach die beste Community seid, die sich ein YouTuber wünschen kann. Also erstmal ein ganz dickes Herzchen an euch. Ihr seid wirklich super. Ich habe mir die Fragen rausgeschrieben, die ihr am häufigsten gefragt habt und die ich auch am interessantesten fand. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Die erste Frage, wann wir einziehen, das wird, glaube ich, mit am häufigsten gefragt. Wir haben vor, im März einzuziehen, also März 2017. Das ist unser Plan. Ich hoffe, der geht auf. Wir haben allerdings keinen festen Termin. Wir wohnen hier noch auf Miete und können kündigen, wann wir möchten. Dann wurde oft gefragt, wann die Mieterin in der oberen Wohnung auszieht. Die liebe Dame ist gekündigt zum 31.12. Sprich, in 2 Monaten ist die Wohnung oben leer und dann können wir auch ab Januar starten. Dann gehen wir oben zusammen rein. Ich zeige euch eine kleine Haustour vom Obergeschoss und vom Dachboden. Und ich freue mich schon selbst total. Ich freue mich schon selbst total, wenn der Zeitpunkt gekommen ist und wir da oben reißen können. Wie groß ist unser Haus? Also wie viele Quadratmeter habt ihr gefragt und wie viele Zimmer? Es sind ungefähr 140, 150 Quadratmeter Wohnfläche und insgesamt 8 Zimmern mit 2 Badezimmer und 1 Küche. Und der Keller ist halt teilunterkellert. Wenn wir schon mal bei der Zimmeraufteilung bleiben, wurde auch ganz oft gefragt, ob Leona und Pauline ihr eigenes Kinderzimmer bekommen. Ja, sie bekommen beide ihr eigenes Zimmer. Leonas Zimmer wird ein bisschen kleiner ausfallen als das, was wir jetzt in der Wohnung haben. Das kommt aber einfach daher, weil wir jetzt mehr Räume haben, die aber kleiner sind. Das ist aber nicht so schlimm, weil im Dachboden wird es ein Spielzimmer geben. Und auch da ist eine Frage sehr häufig erschienen, und zwar wie die Aufteilung von unserem Haus sein wird. Die Baustellen-Vlogs verfolgen, wissen ungefähr, wie es schon mal unten aussieht. Unten haben wir halt unseren offenen Wohn- und Essbereich mit der offenen Wohnküche, daneben an das Badezimmer und einen offenen Flur und das Treppenhaus. Oben wird sein das Elternschlafzimmer, daneben kommt dann Leonas Zimmer. Dann hat man einen Flur, dann haben wir oben nochmal das 2. Badezimmer. Oben haben wir dann eine schöne Badewanne, es soll eine Eckbadewanne werden, weil ich liebe Baden und gerade für Kinder ist das Baden optimal. Das Bad ist allerdings kleiner, aber das stört uns nicht. Dann geht man über den Flur, dann hat man da eine Art Treppenhaus, also das ist dann ein kleiner Raum, wo die Treppe nach oben zum Dachboden geht und Alex wird da sein Büro machen und von da aus kommt man dann in Paulines Zimmer. Leona durfte übrigens selbst entscheiden, welcher Raum oben ihr Zimmer wird und sie hat sich für das Zimmer neben den Eltern entschieden. Mir ist es recht, also mir ist es wirklich egal. Der Dachboden wird dann in 2 Räume aufgeteilt. Wir hatten erst überlegt, ein großes Studio oben zu machen, weil ich das halt sehr schick finde, aber wir brauchen halt auch noch Platz für das 3. Kind, was geplant ist in ein paar Jahren und wir dachten, wenn wir schon mal dabei sind, dann bauen wir das direkt so um, dass es uns auch gefällt und dass wir nachher nicht nochmal irgendwas umreißen müssen. Das heißt, wenn man auf den Dachboden hochkommt, hätte ich gerne mein Büro da, wo ich auch meine Videos drehe für euch. Das ist dann sozusagen ein Durchgangszimmer und von da aus kommt man dann ins 3. Kinderzimmer. Aber in der Zeit, wo halt noch kein 3. Kind da ist, werden wir daraus ein schönes, großes Spielzimmer für die Mädels machen und ich denke, das wird richtig, richtig cool. Dann wurde auch gefragt, ob Leona sich selbst ihr Zimmer aussuchen darf. Also die Gestaltung und die Möbel. Es wird so sein, dass ich ein bisschen die Vorgaben gebe, wie es farblich aussehen soll. Ich habe sie auch natürlich gefragt, sie hätte gerne rosa und Glitzer. Das kriegen wir bestimmt hin. Und sie möchte gerne ein Einhornzimmer. Mal sehen, was wir da Schönes zaubern können. Und Paulines Zimmer werde ich wieder grau-weiß-mintfarben halten, also eher schlicht. Aber Leona hat auf jeden Fall Mitspracherecht bei ihrem Zimmer und ich denke, es ist auch wichtig. Sie hat sich auch schon ein neues Bett ausgesucht. Da sie das große Bett nicht mitnehmen kann, wird es ein Einzelbett werden. So ein kleines Häuschen mit Dach, total niedlich, hat sich sofort drin verliebt, denn ihre Freundin Sophia hat dasselbe Bett. Dann wird gefragt, welche Farbe wir für die Wände benutzen wollen. Also von außen wird das Haus weiß gestrichen. Wir bekommen eine Dämmung, eine 10 cm Dämmung und das wird dann weiß gestrichen. Unten der Sockel wird grau. Also ganz schlicht. Ich liebe weiße Häuser und unser Dach ist dunkelblau. Finde ich sehr schick.
und von innen möchten wir es möglichst auch weiß halten. Vielleicht werden wir dann im Wohnbereich so ein schönes warmes Grau nehmen mit schönen Sockelleisten oder so. Das müssen wir aber auch noch gucken. Dann wurde auch gefragt, kauft ihr eure Möbel neu oder nehmt ihr welche mit zum Umzug? Wir werden sehr vieles neu kaufen, weil wir einfach hier in der Wohnung mit den Möbeln schon sehr lange wohnen, sie sehr runtergewohnt sind und wir auch einiges schon verkauft haben. Denn die Nachbarin von oben, die liebe Sandra, zieht mit ihren Kindern nach unten in meine Wohnung. Und deswegen können ja auch einige Sachen schon stehen bleiben. Wir werden das Babyzimmer mitnehmen. Wir werden meinen Schreibtisch mitnehmen, meinen Computer. Dann wird gefragt, wie unser Garten aussehen soll. Derzeit haben wir eine kleine Terrasse, die mir aber überhaupt nicht gefällt. Deswegen wird die Terrasse auf jeden Fall neu gemacht. Die Terrasse soll auf der gleichen Höhe sein. Das heißt, die Terrasse wird so sein, dass wenn man rausgeht, direkt auf die Terrasse kommt. Und dann kann man runtergehen von der Terrasse in den Garten. Die Terrasse soll aber breiter werden, ungefähr fast so breit wie das Haus und ein Stück weiter nach vorne. Und da hätte ich dann gerne Holzdielenoptik drauf, also kein Echtholz wegen den Splittern und der Pflege. Deswegen haben wir uns für Kunststoff entschieden. Dann hätte ich da drauf gerne Ratternmöbeln, vielleicht eine schöne Sitzecke zum Essen und vielleicht eine kleine Sofaecke. Und das Ganze soll auch überdacht werden, weil das für mich ein bisschen mehr... Pauline quiekte Zeit. Weil diese Überdachung für mich ein bisschen mehr Privatsphäre gibt und mehr Schutz, weil wir haben ja um uns herum Nachbarn von vorne, von den Seiten und es gibt halt so ein bisschen Sichtschutz. Deswegen hatten wir uns gedacht, ein schönes Holzgestell mit Glasscheiben oben drüber, die man dann eventuell auch verdichten kann, wenn die Sonne reinscheint, dass es nicht allzu heiß ist. Aber die Terrasse werden wir erst dann nächstes Jahr im Sommer machen. Dann haben wir im Garten zurzeit ja Hecke von allen Seiten. Die Hecke soll weggenommen werden, da kommt ein schöner Holzzaun hin. Da müssen wir uns aber noch erkundigen und auch gucken, was kostengünstiger ist und was uns da gefällt. Alex tendiert mehr zu einem Holzzaun, ganz klassisch, und ich finde halt die Steinzäune ganz cool. Ansonsten gibt es halt ein bisschen Rasenfläche und links in der Ecke von der Terrasse soll dann auch für die Kinder etwas Platz sein. Da hätte ich gerne ein Baumhaus, ein sehr hohes Baumhaus, wo die Kinder hochklettern können bzw. mit der Leiter hochgehen können. Und darunter dann einen Sandkasten und eine Schaukel. Ansonsten haben wir leider keinen Platz mehr für Spielgeräte, aber so ein Baumhaus finde ich richtig cool und war auch damals mein Traum als Kind. Und deswegen kriegt Leona das und sie hat sich da auch schon eins ausgeguckt, was sie auf jeden Fall gerne haben möchte. Wie stellst du dir dein YouTube-Zimmer vor? Also mein Büro, sage ich mal, wo ich meine Videos drehen werde, wo ich meine Videos bearbeiten werde, wo auch dann mal YouTuber kommen können und wir gemeinsam irgendwelche Projekte starten können. Darauf freue ich mich am meisten. Das wird so, so cool. Ich stelle mir das vor, dass ich meine kleine Schreibtischecke da habe, wo auch mein Computer steht, wo ich dann meine Videos bearbeite. Natürlich habe ich auch meinen Laptop. Wenn ich dann mal faul bin und keine Lust habe, mich an den Schreibtisch zu setzen, werde ich natürlich dann vom Sofa aus arbeiten. Genau, dann werde ich eine kleine Sofaecke machen, wo sich die Gäste auch hinsetzen können oder auch mal die Kinder, wenn sie zugucken möchten oder Besuch hat. Das Sofa wird dann auch eine Schlaffunktion haben, dass man das Büro dann auch als Gästezimmer umfunktionieren kann. Dann ein kleines Regal mit ein paar Sachen drin, Ordnern, Schreibkram und so, was man halt braucht. Eine kleine Kiste mit den ganzen Kameras und dann auch ein Drehhintergrund, wo auch meine Softboxen und mein Stativ, wo es einfach fest an einem Platz stehen kann, sodass ich nichts mehr aufbauen muss, ich einfach den Schalter anmachen muss und losdrehen kann. So stelle ich mir das vor. Mal gucken, wie es umgesetzt wird. Was ich auch noch cool finden würde, vielleicht so eine kleine Getränkestation, eine kleine Kaffeemaschine oder ähnliches, vielleicht eine kleine Minibar, sodass man den Gästen, den YouTubern, den Freunden auch was zu trinken anbieten kann, weil man nicht immer nach ganz unten laufen muss in die Küche. Aber das werdet ihr alles sehen und ich freue mich voll drauf, das einzurichten. Dann eine Frage, die natürlich ganz oft gestellt wurde. Was kostet euch das Haus? Ist es nicht günstiger, das Haus neu zu bauen, anstatt so viel umzubauen? Ich werde euch natürlich den Kaufpreis nicht sagen, weil ich finde, das ist immer noch eine Sache, die niemand was angeht. Ihr erzählt mir ja auch nicht, was ihr für euer Haus bezahlt. Aber ich kann euch sagen, dass das Haus zu einem ganz normalen Kaufpreis gekauft wurde und wir das Haus finanzieren lassen, wir allerdings die ganzen Umbauarbeiten etc. alles selbst bezahlen von dem Ersparten, damit der Kredit einfach nicht zu hoch ausfällt und wir nicht zu lange abbezahlen müssen. Wenn das alles nach Plan läuft, dann haben wir nach 15 Jahren das Häuschen abbezahlt und danach kann man dann auch wieder mal sich mehr gönnen, Urlaub fahren und so. Hätten wir neu gebaut, dann hätten wir sicherlich 30% mehr bezahlt und dann wäre das Haus so ein Standardhaus geworden, was wir dann auch günstig hätten einrichten müssen, weil das Geld einfach nicht mehr da gewesen wäre. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen den Altbau von meinen Eltern
und machten den so schön, dass es uns richtig gut gefällt und investieren ein bisschen mehr in die Inneneinrichtung. Ich konnte Alex auch leider nicht vom einen Neubau überzeugen. Er steht halt total auf Altbauten und auf den Charme und ja, deswegen machen wir uns das so hübsch. Aber ein Neubau wäre definitiv teurer geworden. Wann kommt die Küche? Die Küche ist bestellt und auch schon bezahlt und sie ist für den Februar 2017 geplant. Dann wird sie geliefert. Bis dahin muss unten alles fertig sein und oh, ich freue mich schon, wenn die Küche drin ist. Das ist irgendwie so das Herzstück unten. Wollt ihr schon einziehen, bevor die Baustelle fertig ist oder wollt ihr auf einer Baustelle wohnen? Da wir nicht gezwungen sind, hier auszuziehen und wir den Kredit ja so anpassen können, wenn der Einzug ist, dass dann auch der Kredit startet, machen wir das so, dass wir einziehen, sobald das Haus komplett fertig ist. Renoviert ist und saniert ist, weil ich nicht auf einer Baustelle leben möchte. Ich weiß genau, dass man dann immer irgendwann die Baustelle übersieht, hat man da noch offene Baustellen und man kommt einfach nicht dazu, weil man sich dann halt damit abfindet, wie es zu Hause ist. Deswegen werden wir einziehen, sobald alles picobello fertig ist und wir nichts mehr im Haus machen müssen. Hauptsache innen ist alles fertig und der Keller sollte auch fertig sein. Ja, ich will nicht so einen Rumpelkeller. Gibt es eine Haustour? Selbstverständlich gibt es für euch eine Haustour, sobald alles fertig ist. Und dann habe ich mir auch überlegt, ob ich nicht noch dann von jedem einzelnen Raum, wenn ihr Bock habt, eine Roomtour zu machen, wo ich dann nochmal näher auf die Räume eingehe und auf die Sachen, die drinstehen. Dazu könnt ihr mir auch gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen, wie ihr euch das wünscht. Das wäre cool zu wissen. Dann wurden wir auch oft gefragt, ob wir Haustiere haben möchten, wenn wir im großen Haus wohnen. Alex hätte gerne einen Hund, einen braunen Labrador, aber ich bin ehrlich gesagt zu egoistisch, mir jetzt einen Hund anzuschaffen, weil ich halt mit den Kindern noch viel reisen möchte und mit dem Hund ist man da natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber es ist mir zurzeit so stressig, auch weil das dritte Kind noch geplant ist, da sind wir ganz ehrlich, ein Haustier erstmal nicht. Vielleicht, wenn wir älter sind und die Kinder ausgezogen sind, dann könnten wir uns sehr gut einen Hund vorstellen. Dann wurden wir gefragt, ob ich nicht traurig bin, diese alte Wohnung zu verlassen. Viele von euch haben geschrieben, ihr werdet traurig sein, diese alte Wohnung nicht mehr zu sehen in den Videos, wenn ich vlogge oder so. Ich bin nicht traurig, ich freue mich mega auf unser Eigenheim, etwas Eigenes zu haben und darin zu wohnen. Es ist natürlich auch mehr Komfort. Hier leben wir auf 90 Quadratmeter, da sind es 150 Quadratmeter. Über 3 Etagen, ich denke, es ist ein anderes, ganz anderes Lebensgefühl. Die Erinnerung. Klar, Leona ist hier groß geworden und ich habe hier auch Pauline hier als Baby gehabt. Ich habe hier mit YouTube angefangen, aber die Vorfreude aufs Haus ist einfach zu groß. Ja, meine Lieben, das war das Video zu unserem Haus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, immer her damit. Ich hoffe, die meisten Fragen konnte ich beantworten und ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare euer Feedback, wie es euch gefallen hat und ich würde sagen, bis bald. Tschüss!